Servus, moin moin und hallo zu einem neuen Age of Empires 4 Build Order Video. Heute gibt es mal wieder eine Build Order für die Osmanen. Gleich weg, diese Build Order ist etwas anspruchsvoller wie die meisten Build Order Videos, die ich bisher gemacht habe, weil aktuell habe ich ja schon sehr vielen Fraktionen wie HRE, auch eben Osmanen, Japaner etc. Build Order Videos gemacht, die man eigentlich fast immer gegen jede Fraktion relativ gleich spielen kann, relativ simpel ist, man ist meistens gegen Angriffe geschützt. Und so weiter und so fort. Bei dieser Build-Order spielen wir eben zwei Dorfzentren, sprich wir bauen uns eine starke Eco auf, bevor wir dann den Gegner mit schieren Massen an Einheiten überrollen. Das Problem bei dieser Build-Order ist eben, man ist eben anfällig gegen frühe Angriffe durch den Gegner. Deswegen, bei dieser Build-Order ist es daher schon mal zum ersten anspruchsvoller, weil man einfach viel scouten muss und permanent wissen muss, was macht der Gegner, wenn ich dann von Franzosen, von den Rittern angegriffen werde, von den Engländern mit Bogenschützen. Da muss ich eben ein bisschen abweichen von dieser Build-Order, muss erst ein bisschen mehr Holz sammeln, muss dann stattdessen einen Turm bauen. Komm, Freddy, Bus bauen. Vielleicht sogar noch eine zusätzliche Baracke, um die besseren Speerträger auszubilden und so weiter und so fort. Und die zweite Herausforderung bei dieser Build-Order ist eben, man muss sehr, sehr viel Villager-Management betreiben. Sprich, ich kann nicht die Villager einfach aufs Holz senden und die bleiben dann da, sondern ich muss dann wieder mal zwei Villager von Holz aufs Gold senden oder ich muss wieder welche von Stein abziehen, dann vier von Stein auf Holz, zwei auf Nahrung und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was ich meine, man braucht sehr viel Villager-Micromanagement bei dieser Build-Order. Das schon mal vorweg. Aber ansonsten ist es eine super starke Osmanen-Build-Order, mit der man eben richtig krass boomen kann. Man holt sich sogar auch ein paar Reliquien, hat dann richtige Masse an Einkommen von Nahrung, Holz und Gold und kann dann richtige Fluten an Einheiten aufs Feld bekommen. So viel zur Build-Order, um was es hier grob geht. Zum Ablauf dieses Videos, wie immer, wir schauen uns zuerst eine Liste an, wie die Build-Order auszusehen hat. Dann gehen wir ins Gameplay rein, was wieder super wichtig ist, wie bei den anderen Videos auch, sage ich immer dazu. Im Gameplay erkläre ich ganz viele Details, wieso ich was wie mache in dieser Build-Order. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, um dann das auch zu verstehen. Nur durch die Liste alleine ist es immer oft sehr schwer, die Build-Order zu verstehen, was da der Gedanke dahinter ist. Und durch dieses Gameplay kann ich dann immer sehr gut erklären, wieso das so gemacht wird, an welchen Stellen man aufpassen muss, wo es kritisch ist und wo man was besser machen kann. Bevor wir uns jetzt die Liste der Build-Order ansehen, bei den Ottomanen oder Osmanen hat man eben diese Sonderfähigkeit, diesen Visierpunkt, die man ausgibt. Ich sage wieder, prinzipiell wollen wir bei dieser Build-Order erst den Visierpunkt für die zusätzlichen Schafe ausgeben, um wirklich eine richtig starke Eco zu haben und schön zentral. Dann wollen wir natürlich die zusätzliche Militärschule haben, dann, dass die Militärschule die Einheiten schneller ausbildet. Dann wollen wir, dass wir unsere Militärschule diese Janitscharen bauen können und dann am Ende noch, wenn es Spiel überhaupt so lange dauert, was in der Regel nicht passieren sollte, dass wir diese zusätzlichen Janitscharen aufs Feld bekommen. Hier kann man aber auch etwas flexibel sein, gerade beim ersten Visierpunkt, statt die zusätzlichen Schafe, kann man sich diese zwei Imamen, diese Priester holen, um dann die Reliquien einzuholen, aber da liegt bei dieser Build-Order eh nicht der Fokus drauf und wir haben eh schon so viel zum Micromanagen, deswegen würde ich das weglassen und lieber die Schafe nehmen, damit man hier ein bisschen entspannter spielen kann. So viel zum ganzen Vorwort. Ich rede extra schnell, dass es schnell geht, denn es wird nicht allzu lang dauern, aber bei dieser Build-Order muss man wirklich sehr viel beachten, deswegen laber ich so viel. Aber jetzt gehen wir rein und schauen uns die Liste an. Der Anfang ist eigentlich immer gleich bei Osmanen, 1 auf Nahrung plus Ready-Punkte auf Nahrung, dann 5 auf Stein, um diese Steine zu bekommen, um sofort die Militärschule bauen zu können. Das ist eigentlich immer gleich. Aber dann sieht man schon, wir gehen auf Nahrung und auf Gold, um dann möglichst schnell zum Age-Up gehen zu können. Aber dann sieht man, wir bleiben dann ganz, ganz lange mit nur 4 Villagern auf Nahrung. Das reicht genau dazu aus, um permanent immer einen Villager bauen zu können. Und dann gehen wir ganz, ganz stark auf Holz und auf Stein, um eben sehr, sehr schnell dieses zweite TC aufs Feld zu bekommen. Das zweite TC, gleich aus Hinweis, setzen wir dann ans Gold. Mit 8 Villagern wird es gebaut, um es auch schnell aufs Feld zu bekommen. Und am Gold. Und diese 8 Villager gehen dann alle auch aufs Gold. Und die bleiben dann auch das restliche Spiel auf Gold. Das ist der einfache Part der Build-Order. Und der riesige Vorteil ist, durch das, dass wir 2 TC spielen, durch dieses 2 TC-Bild schützen wir in der Regel unsere Schafe und an der Basis. Deswegen brauchen wir auch relativ viel Schafe bei dieser Build-Order. Deswegen auch der Visierpunkt und das Holz. Und durch das zweite TC schützen wir in der Regel Gold und oft auch noch Stein. Wobei Stein nicht mehr so relevant dann ist in dieser Build-Order, weil wir den gleich zu Beginn meinen, wie man sieht, mit 6 Villagern. Und dann ziehen wir die ab. Deswegen ist man schon relativ kompakt und geschützt, aber trotzdem reichen diese 2 TCs natürlich nicht aus, um sich gegen Franzosen mit Rittern zu verteidigen oder einen Engländer, der auch richtig mit Longbows pusht und dann auch noch Rammen baut. Da müssen wir dann auch dementsprechend scouten und reagieren oder auch bei den Mongolen, die dann richtig mit den Reitern kommen, da müssen wir scouten, Türme bauen, vielleicht noch zusätzlich an der Nahrung oder im Holz und ganz wichtig, man sieht, man hat ja nur diese Militärschulen und dann ganz spät baut man erst einen Stall oder eben weitere Kasernen.
deswegen scouten. Und wenn ich dann sehe, der Gegner macht richtig, richtig, richtig viel Druck mit Einheiten, dann ziehe ich natürlich noch ein, zwei Produktionsgebäude für Einheiten vor, bevor ich dann die ganzen Upgrades zu Eco andrücke oder so weiter und so fort. Genau, deswegen auch hier flexibel sein, nicht die Upgrades alle so bauen und spielen, wie ich sie hier aufgelistet habe. Wenn ich sehe, dass der Gegner aggressiv wird, muss ich mir die Ressourcen sparen für Upgrades und lieber noch mehr Einheiten aufs Feld zu bekommen. Genauso wichtig bei den Militärschulen. Wenn ich gegen den Franzosen spiele, ja, dann lasse ich in der Militärschule mindestens in ein, zwei Militärschulen die Speerträger ausbilden. Da brauche ich aber trotzdem noch eine Kaserne, um sie zu diesen Veteranen oder die Elite-Speerträger auszubilden, damit die auch genügend Schaden gegen Reiter machen. Immer hier flexibel sein und dann bei den Militärschulen entsprechend auch einstellen, welche Einheiten aufs Feld kommen sollen. Wenn ich gegen Engländer spiele und die haben ganz viel Bogenschützen kommen, dann stelle ich natürlich meine Sifahi-Reiter ein. Und deswegen ist es bei dieser Bildung auch wichtig, bei den Militärschulen immer justieren, was ich bauen will und was ich auf dem Feld haben will. So viel dazu. Und ansonsten ist bei dieser Build-Order, wie man sieht, was sind noch wichtige Punkte bei der Liste, muss ich nochmal kurz eingehen. Wir sammeln dann, nachdem wir das TC gesetzt haben, nochmal 300 Steine, damit wir dann permanent unsere Militärschulen im Laufe des Spiels bauen können. Das machen wir einmal, dann haben wir da keinen Stress mehr. Aber man sieht, man muss ganz oft hier drüben noch in der Liste Villager von Holz abziehen, dann wieder auf Stein senden, vom Stein dann wieder auf Nahrung und Holz aufsplitten und so weiter und so fort. Deswegen ist es schon sehr anspruchsvoll. Die muss man wirklich zwei, dreimal am besten im Gefecht gegen die KI spielen, um diesen Flow zu bekommen, wann ich wo Villager transferieren muss. Und dann würde ich sie euch erst empfehlen, im Multiplayer zu spielen. Diese Build-Order braucht wirklich ein bisschen Übung. Und dann ganz wichtig, man sieht am Ende, wir haben 40 Villager auf Nahrung, 30 auf Holz und 10 auf Gold. Wir brauchen dann wirklich, wirklich ganz, ganz viele Produktionsgebäude. Wir haben 4 Militärschulen, unsere Rüstungskammer und dann mindestens noch ein, zwei Ställe, 3, 4 Kasernen und einen Schießstand oder so. Weil dann kommt so ein Strom an Einkommen rein, an Nahrung, Gold und Holz. Wir können dann extrem viel Einheiten produzieren. Es ist dann auch wichtig, dass dann wirklich nonstop Einheiten produziert werden, dass wir jetzt diesen Vorteil auch ausspielen. Und wir können dann auch schnell ins Imperialzeitalter gehen, aber an sich sollte man unter dieser Build-Order im Ritterzeitalter so viele Einheiten aufs Feld spammen, um das Spiel dann schon beenden zu können. Genau. So viel zu dieser Liste. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Gameplay und schauen uns dann nochmal die wichtigsten Sachen direkt vor Ort im Gameplay an. Genau, jetzt sind wir auch im Gameplay. Wie immer, ein Villager auf Nahrung. Die ersten 5 Villager gehen hier auf Stein. Wir stellen ein, legen den Rallye-Punkt vom Villager natürlich auch direkt auf die Nahrung und Scout geht los. Wir wollen möglichst viel Schafe. Hier ist es so, wir brauchen auch relativ früh Schafe, deswegen können wir jetzt keine riesigen Runden auf der Minimap drehen, sondern wir müssen schon in der Umgebung scouten. Hier natürlich gleich mal ein schlechtes Schaf liegen lassen, aber eben schön in der Umgebung scouten, um schnell Schafe zu bekommen, weil wir am Anfang viel Nahrung brauchen, um zum Agent. Man sieht, die kommen jetzt hier zurück, geben Nahrung ab, dann nehme ich die 2 Villager vom Schaf, baue hier gleich die Militärschule und dann setze ich gleich noch einen Ready-Punkt auf das Wohnhaus. Es wird sich dann richtig, richtig knapp, dass wir nicht haust sind, wie man so im Fachjargon sagt. Weil man sieht, das ist jetzt schon von 9 von 10. Aber der Vorteil ist ja, um 10, wenn wir 10 von 10 sind, geht ja diese Balken immer noch hoch. Deswegen geht es vom Timing her perfekt aus. Sieht man hier gleich. Zack, zack. Wir sind hier fertig. Sind jetzt schon haust, aber der Balken der Villager wird noch ausgebildet. Wohnhaus wird gleich fertig und der Villager wird fertig. Wir haben ja eigentlich so gut wie kein Delay. Also es geht sich perfekt vom zeitlichen Aspekt her aus. Dann, wenn ich 9 auf Nahrung habe, es ist eben dieser Moment, wo ich das hier fertig werde, legen wir den Rallye-Punkt schon auf Gold. Gehen jetzt mit 3 auf Gold und bringen jetzt schon die ersten Schafe zurück, dass wir hier gleich keinen Engpass haben. So, hier können wir erstmal nur Speerträger ausbilden, bringen Schafe zurück, gehen jetzt 3 auf Gold, scouten fleißig weiter, um noch viel mehr Schafe zu bekommen. Aber man sieht schon, wir sind erstmal sehr abhängig von den Schafen. Und man sieht, hier nehme ich den Speerträger und sende ihn schon Richtung Gold, weil hier bin ich eben sehr anfällig angegriffen zu werden. Deswegen versuche ich halt möglichst früh gleich mal das bisschen entlegene Ressource zu schützen. Ansonsten können wir jetzt ein bisschen Gas geben, weil jetzt sparen wir einfach auf 200 Gold und 400 Nahrung. Sobald ich 200 Gold habe, ziehe ich alle Villager von Gold ab und gehe auch direkt auf Holz weiter. Man sieht es, 0 auf Holz, habe genau 200 Gold geholt und gehe dann permanent hier auf Holz. Kann dann direkt mit 4 Villager mein Landmark setzen und bin komplett auf Holz. Und 4 Villager bleiben jetzt auf Nahrung und gehen nicht mehr zurück. So, dann gleich der nächste wichtige Transfer. Ich bin ja komplett auf Gold, auf Holz Ready Punkt. Sammelt hier, muss ich ja hier rüber rallyen. Dann nehme ich mir 4 Villager, die auf Holz sind, baue ein Sägewerk, ein Wohnhaus und rally dann zum Stein weiter mit diesen Villagern und lege dann auch sehr, sehr bald den Rallye-Punkt auf Stein um oder ziehe nochmal parallel 2 Villager von hier ab. Das sieht man, dass wir dann mit 6 Villagern auf Holz sind. Hier habe ich den Rallye-Punkt auf Holz gelegt, deswegen ziehe ich dann hier Villager von Holz nochmal einzeln ab, um dann hier letztendlich auf 6 Stein zu bekommen. Also sprich, 4 Villager vom Holz, Sägewerk bauen, Wohnhaus bauen, weiter auf Steinbruch. Diese Villager auf Stein bleiben jetzt erstmal eine lange Zeit. Ich rallye weiter auf Holz. Wir bleiben bei 4 auf Nahrung.
Wir sozusagen gleich der Switch, Landmark ist fertig, dann nehme ich diese vier Villager, die sammeln die Bären und ich ziehe die Villager vom Schaf ab und bringe sie auch zum Wald. Hier sieht man diesen Switch sozusagen. Jetzt wird einfach nur auf stupide auf Holz gerallied, bis wir ungefähr bei 12 Villagern sind, um dann gleich unser TC bauen zu können. Sieht man auch hier, ich sammle halt meine Einheiten relativ in der Reihe. So, wichtig ist eben, jetzt sind wir schon bei über Minute 5. Franzose würde jetzt schon mit Rittern kommen, würde schon mit Bogenschützen kommen, der Engländer. Dann würden wir eben hier das TC ein bisschen verzögern. Holz haben wir ja schon viel genug. Wir würden dann gleich, sobald es geht, mit ein, zwei Villagern hier in der Nähe irgendwo eine Kaserne bauen. Also entweder gegen Franzosen eine Kaserne, gegen Engländer einen Stall, um dann eben bei der Kaserne für die Speerträger gegen Franzosen dieses Upgrade auszubauen, dass sie halt die Veteranen-Speerkämpfer werden und eben gegen Engländer, um halt berittene Sifahis zu haben, um die Bogenschützen kontern zu können. Ganz einfach. Oder hier die Steine sehr entlegen. Vielleicht baue ich einfach hier gegen Engländer hier vorne einen offensiven Turm hin und versuche dann eben, oder hier den Turm, um immer von dieser Seite ein bisschen Stein zu meinen, um auf meinen Stein zu kommen, den ich will. Die Bilder ist wirklich anspruchsvoll und die kann man wirklich nur spielen, wenn man permanent scoutet und auf den Gegner sich einstellt, weil sonst wird dieser Eco-Boom nicht funktionieren. So, jetzt haben wir gleich 300 Stein und haben hier gleich 400 Holz. Dann nehme ich jetzt 8 Villager vom Holz und ziehe die ab, um das TC beim Gold zu bauen. Sieht man jetzt hier, zack, habe ich 8 Villager genommen, bringe hier wieder Schafe ran und laufe jetzt mit 8 Villagern hier rüber zum Gold, habe meine Steine perfekt zusammen und kann hier mein TC schön am Gold setzen. Könnte mir noch ein bisschen besser setzen, damit es hier noch ein bisschen mehr geschützt ist, also noch ein bisschen nach vorne. Aber sonst gehen dann alle 8 Villager hier aufs Gold. Hier beim Stein, die bleiben jetzt noch, bis ich 300 Stein zusätzlich habe, dann ziehe ich die auch ab. Rallye-Punkt geht weiter, Vollgas auf Holzbau. Hier wieder ein Wohnhaus, schön kompakt alles, dass alles schön im TC ist, sofern es geht. Und ja, hier sieht man, wir haben immer noch 4 Villager auf den Bärensträuchern. Wohnhaus wird gebaut, wir warten jetzt, bis wir 300 Steine haben und gehen dann quasi weg. Zack, 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 haben wir gleich 300 Steine, macht ein bisschen schneller. Rums, Peng, haben wir 300 Steine. Was passiert? Ich habe jetzt TC fertig, habe 8 auf Gold, die wo es TC gebaut haben, habe bis dahin mit dem Rallye-Punkt auch 8 auf Holz. Kann ich beide TCs nehmen und beide TCs ab jetzt gleich auf Nahrung rallyen. Und baue hier dann gleich die zweite Militärschule, baue dann hier gleich noch eine Schmiede. Das sieht man jetzt gleich, dann reiße ich das Gebäude hier ab, weil das brauche ich nicht mehr, Stein in diesem Spiel, das ist fertig. Kann ich dann abreißen, um hier den Platz perfekt ausnutzen zu können für meine Produktionsgebäude von Militäreinheiten. Also genau, das sieht man jetzt hier, beide sind jetzt auf Nahrung gerallied. Und jetzt wird erstmal permanent auf Nahrung gerallied. Zweite Militärschule, also hier kann man es richtig schön beschleunigen. Zack, hier wird Schmiede gebaut, hier werden permanent Einheiten gebaut, Zifahi-Reiter, hier Schmiede, baue ich dann einen Stall zum Beispiel. In dem Fall ist jetzt der Stall auch nicht die beste Entscheidung, weil ich eben schlecht gescoutet habe. Ich sehe, dass ich hier eigentlich Bogenschützen, also baue alles jetzt, der Gegner weiß nicht, KI ist, aber da muss ich jetzt eben wissen, was macht mein Gegner und dementsprechend baue ich dann hier eben Stall, Kaserne oder Schießstand, was ich halt weiß, was mein Gegner jetzt macht. Das ist halt wichtig vom Scouten hier. Aber ansonsten, genau, wird jetzt erstmal hier permanent das gebaut. Und wichtig ist, wenn dann eben mein Age, also sobald ich jetzt hier die zweite Militärschule gebaut habe und mein Rallye-Punkt auf Nahrung switcht, baue ich hier die Doppelaxt, baue hier Wheelbarrel, also die Schubkarren, baue beim Gold. Also ich nehme alle Eco-Upgrades mit, weil ich sehe, mein Gegner spielt nicht aggressiv, beziehungsweise Abbasiden spielen oft auch 2-3 TC, deswegen nehme ich so viel Eco-Upgrades mit, wie es geht. Das ist nochmal wichtig. Und das gleiche eben auch hier bei meiner Schmiede baue ich auch die ganzen defensiven Upgrades erstmal, die sind immer super wichtig für uns. Jetzt könnte ich auch theoretisch schon wichtige Stellen abwollen, damit ich halt nicht hier geradet werde. Sowas ist dann immer noch ganz wichtig und setze die entsprechenden Türme. Wenn ich jetzt gleich 26 auf Nahrung habe, kann ich den Switch umlegen. Genau, gehe ich hier auf Holz und auf Gold kurzzeitig mal. Und hier sieht man, ich baue halt wieder neue Säge weg, um die Wege maximal kurz zu halten. Hierzu habe ich auch mal dieses Pro-Video gemacht, wie wichtig sowas ist. Kann ich gerne mal verlinken, könnt ihr mal reinschauen. Also an sich ist die Build-Order einfach, man muss halt nur wissen, wann man wo die Villager abzieht und transferieren muss. Und man muss halt eben, ist halt sehr anfällig gegen frühe Aggression des Gegners. So, wir haben jetzt unser Ding, ich ziehe 10 Villager oder 12 Villager ab und baue mit denen hier meine imperiale Rüstungskammer aus Landmark, auch im Einflussbereich meiner Schmiede. Das ist noch wichtig, ansonsten wieder eben könnte man jetzt, also Wall müsste jetzt schon längst gewollt sein, mache ich jetzt in dem Video nicht. Upgrades erforschen und permanent aus 2 TCs Villager readyen. Jetzt ist es eben so, ich will jetzt dann richtig viel Produktionsgebäude aufs Feld bekommen, also brauche ich viel Holz. Deswegen, mir reichen 10, 12 Villager auf Gold, ungefähr dann meine 20 Villager, 25 Villager auf Nahrung. Jetzt gehe ich erstmal fett auf Holz, um jetzt dann richtig viel Produktionsgebäude aufs Feld zu bekommen und natürlich auch meine Moschee, um dann auch Reliquien bauen zu können. Sieht man es hier gleich, hier mache ich einen Split. Hälfte hier rüber, um gleich mal 2 Militärschulen parallel bauen zu können. Das ist jetzt geil, wir haben jetzt gleich 4 Militärschulen und können dann gleich richtig schön fett Armee pumpen.
zack, zack, hier immer die richtige Einheit einstellen, Man at Arms einstellen, zack, zack, und gehen fett auf Holz, 21, 24 Holz. Man sieht schon, alle das einfach Einheiten aufs Feld. Ich kann natürlich die nächsten Upgrades erforschen, wie man hier sieht, noch mehr Rüstung, pipapo. Hier habe ich ein bisschen gepennt, ich könnte schon längst die Moschee bauen und auch Reliquien einsammeln. So habe ich jetzt hier nur mit den Sifahi-Reitern angegriffen, greife halt meinen Gegner ein bisschen an, verliere dann auch schlechterweise, aber ja. Hier wird dann gleich eine Moschee gebaut, hier mache ich die nächste Nahrung, schütze ich mit dem Turm. Das sind halt ganz individuell, wo die Nahrungsquellen etc. liegen im Spiel. Aber genau, hier Moschee, ein Imami-Priester reicht in der Regel aus, um die nahegelegenen Reliquien noch zu holen. Da reichen uns ein, zwei Reliquien, das ist nicht der Fokus drauf, weil jetzt ist es wichtig, man sieht es hier, ich baue jetzt richtig fett Produktionsstätten aufs ganze Feld, um jetzt massiv Einheiten aufs Feld zu bekommen. Brauche natürlich ganz viele Wohnhäuser. Jetzt wollte ich mal, viel zu spät eigentlich schon im Spiel, aber so prinzipiell kann man sehen, wie fett mir jetzt eigentlich prinzipiell bei dieser Build Order auf Produktionsgebäude gehen, weil hier werden meine Produktionsstätten fertig und jetzt sieht man, jetzt wird rausgespammt vom anderen Stern. Hier kommen jetzt permanente Einheiten raus. Und das ist wichtig, wir haben so ein Einkommen mit 34 Nahrung, 32 Holz. Wir können spammen ohne Ende. Man drückt hier Einheiten raus und werden jetzt kriegen so einen Schub bei den Einheiten und dann können wir eben angreifen, können auf Rammen gehen und dann einfach wirklich komplett über den Gegner drüber fahren, sofern er es natürlich zulässt. Ansonsten noch mehr Einheiten bauen, immer schön Konter-Einheiten, dann kann man halt reinballern, pipapo, hast du nicht gesehen. Also das ist jetzt nicht so wichtig, was hier passiert. Ich habe es jetzt mal wirklich im Schnelldurchlauf gemacht, aber genau eben auch hier, durch das wir so viel auf Holz haben, können wir dann auch eben den Switch von auf Felder machen. Weil wir ja irgendwann komplett alle Nahrung aufgesaugt haben mit über 30 Villagern, ist es relativ schnell weg, die Nahrung. Deswegen auch hier die Visierpunkte eben, Schaf, Militärcampus, schnelle Ausbildung, jetzt dann noch Janitscharen und dann diese Janitscharen. Deswegen sind die Schafe auch super wichtig, um möglichst lang kompakt in unserer Basis zu bleiben. Also Layout, hier Schmiede, alles im Einflussbereich unserer Produktionsgebäude. Dann habe ich hier noch eine zweite Schmiede gebaut, könnte auch ins Imperialzeitalter gehen mit dem Observatoriumturm, wie auch immer. Hier halt dann neu setzen, schauen, wo der Holz ist, den Markt, um zu traden, weil ich dann vielleicht zu viel Holz habe. Oder eben um mehr Nahrung zu bekommen und dann eben wichtig, permanent Einheiten spammen, um dann auch wirklich diese Eco aufs Feld zu bekommen. Weil viele Leute machen 2 TC, haben dann ganz viele Villager und sammeln dann unfassbar viel Nahrung ein und können es nicht aufs Feld bringen und verlieren dann die Kämpfe, weil sie einfach eine zu kleine Armee haben, weil der Gegner 1 TC spielt und einfach da permanent Einheiten gebaut hat und überrollt dich dann einfach. Dann nutzt er das 2 TC auch nicht. Du musst diese Eco dann auch wirklich, diese Manpower an Eco auch aufs Feld bekommen und in Einheiten umwandeln und dann einfach absurd viel Einheiten bauen und reinspammen. Das ist dann immer ganz wichtig. Genau. Das war eigentlich die Bilder oder zum Schnelldurchlauf. Also wir nehmen alle Eco-Upgrades mit, die es geht, sobald wir immer Age-Up. Das ist immer ganz geil, dass wir wirklich alle Eco-Upgrades erforschen, sobald wir Age-Up gehen. Wheelbarrel, hier diese Haken, alle defensiven Upgrades, Angriffs-Upgrades, je nachdem welche Einheiten wir bauen. Ich habe jetzt eben ganz viel Man-at-Arms gebaut, also baue ich natürlich auch die Angriffs-Upgrades erstmal primär. Ich will gar nicht länger labern, damit das Video nicht allzu lange wird. Die Bilder oder ist wirklich anspruchsvoll, weil man eben viel Micromanagement machen muss mit den Villagern. Habe ich ja schon erklärt. Ich muss immer wissen, was mein Gegner macht, um zu scouten, weil ich bei dieser Build super, super anfällig bin gegen Angriffe des Gegners. Deswegen immer wissen, was macht der Gegner und dann entsprechend reagieren und eben diese Build oder nicht strikt nach Plan spielen. Wenn der Gegner mich angreift, dann baue ich einfach erstmal ein, zwei Militärgebäude, bevor ich dann halt mein zweites TC setze oder bevor ich eine Moschee baue. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt echt das Video nicht unnötig lange machen, mich zu oft wiederholen. Also einfach anspruchsvolle Build-Order, spielt lieber die andere Osmanen-Build-Order, die ich gezeigt habe, die ist viel, viel, also die ist meiner Meinung nach die beste Osmanen-Build-Order aktuell mit 1 TC, Sifahi Reiter bauen und den Gegner da nerven. Aber wenn man eben Bock auf Eco-Games hat und wirtschaftlich starke Spieler hat, dann gerne diese Build-Order spielen, ist auch super stark. Aber insgesamt ist man bei dieser Build-Order etwas anfälliger und kann leichter verlieren, meiner Meinung nach. Das war's, vielen lieben Dank Leute fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Wir haben 1000 Abonnenten erreicht, das freut mich super. Bleibt gerne weiter dran, es kommen weitere Videos zu Age of Empires, Company of Heroes und so weiter und anderen Strategiespielen vielleicht auch in Zukunft. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Video, bis dahin, wiederschauen und reingehauen.